So, herzlich willkommen. Es geht endlich weiter mit unserer Let's Play-Reihe von SimCity Städte der Zukunft. Wir sind wieder in Coruscant. Habe ich diesmal richtig ausgesprochen? Ja, hast du. Wunderbar. Wow, hervorragend. Ich könnte mich selber beklatschen. So, wollen wir mal schauen, was wir hier alles noch so machen können? Ja, wir haben ja, glaube ich, Ende letzte Folge die Omega-Co-Fabrik eröffnet, die zweite. Und hier oben uns so ein bisschen mit den Pipelines beschäftigt. Die man übrigens hervorragend auch unter die Erde legen kann. Wie ihr hier sehen könnt, da verschwindet das. Also ich habe jetzt schon einen Post einmal gelesen, da hat sich jemand beschwert, die Pipelines und die nehmen so viel Platz weg und wie soll ich die verlegen? Und deswegen sei nochmal darauf hingewiesen, ihr könnt das Ding auch unter die Erde packen. Unter eure Häuser drunter weg und dann in die Omega-Fabrik hin kommst du da raus. Sieht so schön aus. Nicht wahr? Wie ehrlich ist das? Ja. Ich gucke mal. Kannst du denn da noch mehr bauen? Ich guck mal, wir haben halt schon ordentlich Einnahmen durch Omega Co. Und ich möchte jetzt ganz gerne mal sehen, wie das denn jetzt hier mit der Versorgung der Industrie und Gewerbe aussieht. Ja. Ah, ganz gut. Also ich glaube, wir brauchen Omega Co. jetzt gerade erstmal nicht ausbauen, weil ich glaube, es ist alles soweit versorgt. Und wir haben jetzt auch keine Städte groß, wo wir es noch hin exportieren können. Oh, hier gibt es ein Problem. Wir brauchen Erz. Ja, dann schau doch mal fix. Ja. Eben mal ins Handelsdepot schauen, wenn ich es finde. Da. Ist auch nichts drin, wa? Huch, falscher Knopf. Erz ist ja auch nicht importiert, ne? Du willst wieder beides einkaufen. Rohöl brauchst du wirklich nicht. Das kostet dich nur unnötig Geld. Ja, ja, stimmt. Rohöl bauen wir ja noch ab. Lokaler Verbrauch, aber das können wir einkaufen. Aber da haben wir es. Ein Roherzlager und hier, das ist ein Versandlager. Das ersetze ich mal durch noch ein Roherzlager. Hm. Kannst du nicht gucken, ob du deine Produktion, was das Erz angeht, einfach ausbauen kannst? Ja, kann ich nachher auch mal gucken. Aber jetzt baue ich das Ding erstmal. Oh, mir juckt das Gesicht, ey. Stelle merken und waschen. Ups, die Frames gehen. Nee, da ist gerade so ein richtig schön fettiges Grillhähnchen drüber gelatscht. Da sind die Frames wieder. Jetzt hatte ich gerade mal einen kurzen Ruckler. Eieieiei. Erzbergwerk. Ja, das ist plus. Du hast technisch. Da doch schon eins stehen. Das hier, ne? Ja, das ist das denn schon voll ausgebaut? Nee. Oh, da geht noch eins. Was ist das denn hier? Verbesserter Erzbergwerkschaft. Wie war das? Verbesserter Erzbergwerkschaft. Boah, was ein Wort. Ja, dann nimm den doch. Reißen Sie mit diesem fortgeschrittenen Erzbergwerksschacht das Roherz schneller aus dem Boden als je zuvor. Ja, nimm den doch. Dann lass uns doch die alten Dinge abreißen. Ja, nimm mal erstmal das, was da ganz am nächsten dran ist, dass die alle. Nein, nein, nein! Mach das. Ja, genau, das würde ich wegreißen. Und dann so eins daran, ne? Ja, genau. So. Nee, das steht ja da genau da, wo kaum noch was ist. Ja, ja, macht ja nichts. So. Ja, aber warum? Warum machst du das nicht auf so eine tieforangene Stelle? Ja, weil ich mich erstmal daran arbeiten muss. Oh. Guckst du? So, und jetzt. Noch eins, so. So, wunderbar. Dann können wir hier auch nochmal so ein schönes Werbeschild draufpacken. Du kannst auch nochmal einen Transporter dazu machen. Weil ich hatte in meiner eigenen Stadt oft das Problem, dass es halt einfach nur nicht schnell genug dahin geschafft werden konnte. Mhm. So. Das läuft. Was gibt's hier? Kein Erz mehr vorhanden. Ja gut, das kommt ja jetzt gleich. Da kommt schon ein bisschen Erz. Im Lager liegt schon ein bisschen wieder was. Dann kommt wieder ein LKW. Kannst du die nicht auch irgendwie verbinden? Was? Das Erzbergwerk? Mit einer Pipeline? Nee, das ist ja hier so doof gebaut. Da hinten ist ja der Anschluss. Und da komme ich ja nicht ran wegen der Stadtgrenze. Das funktioniert nicht. Dann musst du über LKW. Genau. So, was haben wir denn hier am linken? Stromausfall. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Da haben wir aber. Wo haben wir denn überhaupt ein Kraftwerk da hinten? Was ist denn das für eins? Das war hier dieses Kraftwerk. Das erzeugt ja genauso viel Megawatt wie das. Kann auch ein bisschen schmutzig sein. So. So. Ist auch bald voll ausgebaut. Da musst du dich früher oder später als und da noch um
um weiteres Kraftwerk kümmern. Darum auch noch kümmern. Kümmern. Ja gut, wir werden auch irgendwann mal hier auf so eine Kernfusionsanlage umsteigen. Mhm. Irgendwann in einer weit, weit entfernten Zukunft. Mhm. Wenn du mal irgendwann die Akademie gebaut hast. Ich guck mal hier, wie sieht's hier aus? Warum die Parketage. Er braucht Strom. Okay. Das sollte sich ja gleich erklären. Sieht gut aus. Hier ist die Apartment-Etage, auch ohne Strom. Aber das sollte sich ja gleich regeln. Schauen wir mal in die Karte. Los, da schneller! Kommt so ein Stromding. Ich kann ja auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher stellen, merke ich gerade. Mhm. So. Bist du schon so drin in diesem langsamen Modus von Sympolis aus? Ja, ne? Von Sympolis, weil man da ewig auf dem Lama-Tempo spielen muss. Was ich übrigens sehr geil finde. Schneckentempo. Das ist Schneckentempo, nicht Lama-Tempo. Ja, Lama-Tempo ist 2. Ja. Du kennst dich ja so gut aus. Ojo. Wer zieht denn hier schon wieder an meinem Kabel? Ist das eine Katze oder bist du das? Hier. Das ist nicht mein Fuß. Warum trittst du immer aufs Kabel in letzter Zeit? Ich weiß es nicht. Das hast du früher doch nicht gemacht. Magische Anziehungskraft, genauso wie du es früher immer mit Fraps hingekriegt hast. Und jetzt auf einmal hast du da auch mal Probleme mit. Ja, das lag an Windows 8. Ich bin ja jetzt wieder auf Windows 7 zurückgegangen. So, jetzt gib mir hier Energie auf den Megatower, sonst streike ich hier. Gib mir morgen B höher, sonst streike ich hier auch. Das hat der Schrödi mal gesagt. Hm. Der war eine coole Sau, du. Ja. Miau. So. Miau. Sag mal, warum biegen diese Strombälle da nicht mal so rum? Da, jetzt kommt einer. Ist vorbeigerast. Ja. Nee. Ah, okay, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Energie. Miau. Louis, du kommst jetzt nicht ins Schlafzimmer. Warum schimpft der schon wieder? Der hat gerade was von unserem Hähnchen abgekriegt. Ja, deswegen wahrscheinlich. Das hat ihn jetzt gleich wieder sowas von überzeugt von seiner Persönlichkeit. Ich darf alles. Ja. Oh, da kommt auch wieder ein bisschen Energie. Das hat auch nicht sehr viel ausgereicht. Ist auch schön, wie das hier hochwandert. Ja. Der Strom. Zack, 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 zack. Ach, was liebe ich es, dass ich jetzt gleich arbeiten muss. Ja. So, der hat wieder Energie. Samstag und der auch. Hervorragend. Aber wenigstens musst du auch arbeiten, das ist gut. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, auch wenn ich die ersten 2 Stunden alleine verbringen muss. So, was bauen wir denn jetzt weiter? Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt in dieser Stadt bleiben, weil wir können hier jetzt die Omega-Produktion kaum ausbauen. Wir könnten jetzt die Stadt vergrößern natürlich. Aber ich würde fast sagen, dass wir jetzt mal mit einer neuen Stadt beginnen. Und dann uns mal um die Akademie kümmern. Nimm doch die eine, die du da unten schon angefangen hattest. Ja, das soll ja unsere Versorgungsstadt sein. Da möchte ich später alles herstellen. Wasser, Strom und das dann in der Region verteilen. Was haben wir hier? Da könnte man... Das ist aber kein Wasser. Kein Wasser. Ja, das kommt ja eh von einer anderen Stadt. Ich guck gerade mal, welche Stadt für eine Akademie gut wäre. Hatten wir das nicht schon mal gesagt? Also ich würde ein... Was ist das denn? Ja, nimm doch die. Die hat doch wesentlich ein bisschen Wasseranschluss. Nee, die ist scheiße. Scheiße ist sie nicht, aber es könnte besser sein. Für die Akademie braucht man eh nicht so viel Platz. Was hatte ich letztes Mal nochmal gesagt mit den Bergen da drin und so? Das ist doch kacke. Entschuldigung, ich höre schon wieder auf. Die hier sieht ganz gut aus, die würde ich gerne nehmen. Dann mache er die das. Die ist auch schön mittig, dann kann sich das Control-Net schön überall gleichmäßig verteilen. Kalakam, auch ein komischer Name. Beanspruchen, ja? Wusch, Kalakam. Ich finde es übrigens lustig, wir haben ja Namensvorschläge für die Versorgungsstadt gesucht und wir haben schon einige Einsendungen bekommen, aber ich würde mal sagen, so geschätzt gefühlte 95% kommen aus Star Wars. Aber bei einem Vorschlag, da weiß ich nicht, wie das passen soll. Ich weiß nicht, wie Hoss in eine Wüste passt. Das war doch der Wasserplanet. Ne? Nee, Hoss ist der Eisplanet. Achso. Ja, ist ja so gesehen Wasser. Ja, Schatz. Ist nur der Aggregatzustand ein anderer. Oh, das weiß ich doch. Ja, offensichtlich nicht. Jetzt lass mich mal überlegen, wie ich hier die Straße vernünftig ziehe. Mal jetzt. Geht er extra thematisch auf was anderes, nur damit seine chemische Unwissenheit nicht auffällt. Ja, als ob ich kenne die Aggregatzustände des Wassers. Ja, offensichtlich nicht. Du hast gerade gesagt, das ist ein Eisplanet. Ja, ist es ja auch.
Ja, wenn es ein Wasserplanet ist, wäre das ja irreführend. Dann würde man ja an flüssiges Wasser denken. Das ist aber gefrorenes Wasser, also Eis. So, und jetzt nerv mich nicht weiter. Du kannst mich mal am Buckel lecken, du. So. Hier, leck den Buckel. Leck den Buckel. Jetzt dich. Nachher. Nachher, ja. Wenn ich dann deine kleinen Warzen streiche. Alter, jetzt wird's hier aber ein bisschen gut. Warum muss ich... Ich bin echt im Weihnachtsfieber. Ich denke sofort an hier, Lebkuchenhäuser. Da habe ich dieses Jahr auch Bock drauf. Möchtest du mit mir ein Lebkuchenhaus bauen? Was? Und mit Zuckerguss verzieren und so? Nein. Doch, da habe ich Lust drauf. Das machen wir. Wir wollen uns so eine Vorlage hier. So gibt es doch so Packsets, ja, wo man das dann mit bauen kann und so. Mit Lebkuchen. Einfach nur zur Deko. Ich kann es ja am Ende essen. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Da juckt's mich gleich. Ist ja nur kein Geschmack. So. Sieht aber schön aus, wie zwei Brüste. Ja, soll's ja auch werden. Nee, ist doch eigentlich eine Brille. Hier, siehst du Brille, dann kommt hier die Nase und dann muss hier noch ein Mund dran. Das ist jetzt hier so eine Hipster-Stadt. Wusch. Ja. Wusch. Da sagt sie nichts mehr zu. Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. So, ich brauche, glaube ich, ein paar Reiche, um die Akademie zu bauen. Gebäude der oberen EK. Ja, dann würde ich doch mal gucken, dass du da einen dicken, fetten Park hinbaust, wa? Ja, ich glaube, einer reicht nicht. Ich gucke mal. Das muss ja auch wieder schön aussehen. Hier vielleicht so? Wie eine Brustwarze. Ja, dann müsste die ja hier hängen. Nein. So. Das ist eine Schlupfwarze. Keine Brustwarze. Reicht das denn schon? Nee, noch nicht. Ich kann ja noch anbauen. Ich kann hier noch eine Verlängerung dranhängen. So, da haben wir schon mal ein bisschen was. Bad Hagermund. Was haben wir denn da hinten für einen Park genommen? Ich möchte das ein bisschen synchron schon haben. So einen, ne? So, null Nachbaubeginn der ersten Villa, das ist gut. 1, 2, 3. Irgendwie hast du einen anderen genommen, weil der... Du hast da einen anderen Anbaupark genommen. Ja, ist ja egal, auf einer Größe her passt's. Ja, ja, ich wollte es dir nur sagen. Das ist ja nicht... Ja, weil das ist runter, ist quadratisch, ne? Ja, und außerdem hat der Rechte einen größeren Einflussbereich. Ehrlich? Nee. Doch. Nee. Doch. Die kann man übereinander legen, das wäre genau gleich. Nein. Guck doch mal. Ja, ich gucke. Nein, der rechte ist größer. Von mir aus. Ich kann die Akademie bauen. Tätätätä. Wo möchtest du das denn in dieser selbsternannten Hipsterstadt? Nein, auf einen Hipster schießt man Zukunft? Meinst du, in der Zukunft ist man noch Hipster oder ist das dann schon wieder albern? Nee, ist dann schon wieder out. Ist man ein Outster. Ein Oldster. Was kostet das denn? 300 die Stunde. Na gut. Ich mache ein bisschen schneller. Na, Lilly? Bist du wieder mit von der Partie? Sind die ganzen Weihnachtssachen schon wieder uninteressant, die ich gekauft habe? Die Katzen sind halt durch ja, der habe ich den halt Verzehr des Grillhähnchens sehr zufrieden. Hier, wie bei Sims, wo die dann auch mal das dicke Hähnchen angezeigt können, wenn sie sich überfressen haben. Komm, baut Häuser. Ich brauche. Ah, gut, die Einnahmen habe ich schon mal. Was links wie hier? Oh, ich kann bauen. Und da kann ich auch bauen. Und hier und da. Oh, das ist auch gut. Gibst du mir mal dein wertes Handy? Was willst du denn jetzt mit dem Handy? Ich will da nur gucken, ob du überhaupt nein, was angemacht ich hab da keinen Wecker angemacht. Du musst jetzt mal so auf die Uhr gucken. Du kannst doch vor ungefähr 20 Minuten abschätzen. Wenn du mir gesagt hättest, wann wir gestartet haben, du Schlauschlumpf. Dann schätzt du halt. So. Diese Folge wird vermutlich 50 Minuten lang. Quack, 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 quack. Wie baue ich das? Wie baue ich das? Wie baue ich das? Wie baue ich das? Ich möchte das. Ah! Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Ich brauche dann nur ein bisschen Geld noch. Wie viel denn? Ich glaube, das Ding kostet 25.000. Ja. So, das müsste dann auch mittig sein, ne? Ja.
So ungefähr sind wir nicht. Bist du ein Nasenbär? Ja, ganz mittig kriegst du nicht, ne? Das, der mittlere Punkt liegt genau zwischen den beiden Feldern. Aber ist mir Hipster. Ist dir das Hipster? Ist mir Hipster. Du Hipster, Hopster. Oh, die Lilly! Nummer 10. Lilly im Kühlregal! Der gefällt es übrigens hervorragend, auf deiner Handyrechnung zu liegen. Das ist, ach ja, das ist der Vertrag. Ja. So. Ah, gleich haben wir das Geld. Wo du übrigens gesagt hast, dass sie, dass du jetzt erstmal nichts wegbekommst, ne? Weil du da ja irgendwie noch was wiederbekommen musstest und so. Und das stimmt aber nicht, weil die buchen trotzdem weiter fröhlich ab. Was haben die denn abgebucht? Geld? Ja, zweimal sogar. Oh, da muss ich doch nochmal anrufen. So. Jetzt bauen wir das Ding mal. Vielleicht schon ein bisschen Zukunftsstraße. Jetzt brauchen wir hier noch Arbeiter. Brauchen wir 200 der unteren. Der, 200 Reiche. Ja, wir brauchen ja auch noch einen Stadtnamen wieder. Könnt ihr wieder Vorschläge machen? So. Wo sollen wir erstmal ein Gemeindezentrum? Wofür? Eine Stadt. Brauchst du ein Rathaus? Wofür? Weil ich das so sage. Okay, wenn du das so sagst, dann muss ich das natürlich machen. Mhm. Baue er das? Ich gucke jetzt erstmal nach den Arbeitskräften. Ich brauche 200 Reiche. Ich könnte ja natürlich auch einen Megatower aufstellen. Könntest du ja. Würde ich auch. Ein Elite-Megatower mit einer Apartment-Etage. Für die du weiß Gott nicht das und Geld. Dann packe ich eine hier hin und eine da hin. Ja, kann ja machen. So, und dann habe ich das Geld nicht für, weil das Ding kostet 224.000. Also nehme ich Flux. Ein oder zwei Kredite auf. Reicht noch nicht. Ah, verdammt, und ich mache sogar Minus jetzt. Ja. Dann muss ich noch einen aufnehmen. So. Und jetzt brauche ich mir flugs einen hin. Du. Juhu, wir freuen uns, ein Megatower. Yippie-yay, Schweinebacke. Hier kann ich auch noch wieder einen Straßenanschluss machen. Ui! Soll ich das machen? Na gut, komm. Überredet. Ich hoffe, das Ding bringt gleich so viel Kohle ein, dass mein Minus aufgefressen wird. Ansonsten kann ich ja auch alternativ hier noch ein paar Arbeiter hinpacken. Du Fuchs! So. Da passt keiner hin. Ja, die beiden sind ja nachher eh weg, wenn da der nächste Tower hinkommt. Aber es dauert vermutlich noch ein kleines bisschen. Deswegen könnte ich eigentlich hier auch noch eben. Und hier. Mein Güte. Da juckt mir gleich das Ohrläppchen. Haben wir hier einen Bahnanschluss? Ja. Jo, hier unten, das ist gut. Ach, mein Ohr ist so schön kalt. Da kann man das immer so schön knautschen. So, 80%. Wertfertig. Wertfertig. Oh, muss ich doch mal glatt den Einkaufhörer rausnehmen, weil ich so schön mein Ohr knauschen kann. Oh, guck mal, wie das aussieht. Oh, wie wundervoll. Das ist ein schönes Haus. Die Autos sehen noch lustig aus. Oder hier das hier neben. Das ist eigentlich so ein altes Gebäude. Das hat aber so eine lustige Anlage dabei, wo ich mal nicht weiß, was das darstellen soll. Ein Wintergarten. Also die sieht schon lustig aus teilweise, wie die Gebäude sich verändert haben. Ne? Mhm. Ja, da auch. Auch hier mit ein bisschen Rasen auf dem Dach, auch mit so Streifen. Für den Rasenmäher, ne? Ja, natürlich. Fährt dann einmal hoch und runter. So, jetzt musst du hier gleich mal Geld generieren. Hm. Ja, schon mal ein bisschen Geld, aber noch nicht genug. Du brauchst aber vor allem Reiche und dann sind ja jetzt nur mittlere drin. Ja, ja, dafür müsste ich noch eine Etage oben drauf packen. Die ich, glaube ich. Ja, die kann ich noch bauen. So. Upsa. Nein, nein, nein. Geht das schon wieder los mit deinem Escape-Tasten? Ja, hier wo arbeiten ja noch nicht wirklich viele drin, ne? Und ich brauche noch Bettelarme. Hallo. Gehen hier auch schon so ein paar in die andere Stadt. Erstmal auf der Katze den Arsch zu kraulen. Die steht da aber drauf. Na, Mausespeck?
So, jetzt haben wir gleich die reichen Sims da. Jetzt müssen sie nur noch einziehen. Das ist nicht ein wunderschöner Katzenhintern. Ich würde nur der Schnurze drauf, wenn er hier an den Hintern rumtatscht. Okay. Alle Süße. So, ich bin im Plus. Hervorragend. Uns geht's hervorragend. So, was sagt dein Zeitgefühl? Mein Zeitgefühl sagt, du hast noch so 7 Minuten. Meinst du? Ja, ich mache jetzt einfach bis Punkt 13 Uhr. Okay, dann machen wir noch. Mache er das. Oh. Was kann ich denn hier jetzt Schönes erforschen? Eine Schwebebahnstation könnte ich schon erforschen. Ein Abwassersterilisator. Ja, den finde ich cool. Oder ein Wind. Nein. Du nimmst den Abwassersterilisator. Den brauchst du nämlich unbedingt auch in der anderen Stadt wegen Wasserversorgung. Na gut, dann erforschen wir den. Da kommen die Sims von der Arbeit wieder zurück. So. Der Katze abgerutscht. Ach, ich finde es schön, dass wir vorhin schon Weihnachtseinkäufe gemacht haben, die ersten. Ich frage mich, wie lange das dauert. Was? Ja, hier die Erforschung mit einem reichen Arbeiter. Lange. Sehr, sehr lange. Aber da kommen viel mehr Autos raus. Als eins. Nee. Ja, die ganzen Sklaven, die Scheiße wegmachen müssen, die werden ja nicht angezeigt. Das Controller fliegt jedenfalls schon mal durch die Stadt. Oh, ja. Kannst du mal aufhören, die Katze zu kraulen? Nein, kann ich nicht. Kannst du stattdessen mich lieber kraulen? Oh, ja, kraul mich! Gib's mir! Vielleicht fliegt dein Laptop runter. Nein, das macht er nicht. Kraul mich! Ratz mich, beiß mich, gib mir Tieren an. Oh Mann, also wenn das hier jetzt so raschelt und krault, die Katze ist hinterm Laptop auf den Erdnüssen, auf den, was dich denn da noch alles, auf einer Schwimmbrille, Stifte, Halsschmerztabletten. Das sind keine Halsschmerztabletten. Nee. Oh, ja. Sehr lustig. Oh, ja. So, was möchtet ihr denn jetzt noch haben? Oh, ein Shop für reiche Sims. Oui. Eine Markt. Oh, 49.000. Oh. Das ist aber teuer. So, jetzt lässt du bitte mal die Katze in Ruhe. Ich fasse sie gar nicht an. Wir bräuchten eigentlich mal so, während wir Let's Plays machen, so eine Kitty-Cam. Die meisten Let's Player benutzen ja Facecams und nehmen dann ihr eigenes Gesicht auf, aber wir bräuchten eine Kitty-Cam. Ey, das wäre eigentlich gar nicht so eine scheiß Idee. Die kriegen dann, während wir aufnehmen, immer so eine GoPro auf den Kopf geschnallt und dann... Ey, das wäre voll lustig. Das würde das Ganze nochmal unterhaltsamer gestalten. Oder ich mache demnächst in Zukunft einfach nebenbei Aufnahmen mit unserem Camcorder. Von dem, was sich hier so auf dem Schreibtisch abspielt. Das wäre doch lustig, oder nicht? Weiß nicht. Doch, ich finde das äußerst lustig. Ich würde mir das auch gerne angucken. Das finde ich extrem witzig. Ein Kittycam. Ja. Guck mal, da kann man hier so schön sehen, wie sich gerade richtig ordentlich den Schmodder vom Arsch schleppt. Der Schmand muss ab. Oh, ich brauche nur noch Arme. Arme Bürger. Ja. Und hier wollen irgendwie nur Reiche wohnen. Woran das wohl liegt? Wasserstérilisator erforscht. Was erforschen wir denn als nächstes? Eine Schwebebahnstation. Ja, das mache ich ja mal. Aber ich würde sagen, ich spare erstmal das Geld. Ja, ist auch recht. Lilly. Jetzt will ich hier überall rumspielen und ich darf nicht. Ich bin ein Diktator hier neben mir. Guck mal, wie schön weiß die aussehen, wenn die hier rauskommen. Die ganzen Hipster kommen da. Aber das sind keine Hipster mehr. Das ist ja schon Mainstream. Simsalabim. Linksschritt Marsch. Kramba, Muchacho! Abwassersterilisator. Upala. Was kostete das Ding nochmal? Zu viel. Zu viel, ne? Irgendwas mit 40, 50.000 oder so. Ja. Ich kann ja auch immer eben Geld rüber überweisen, bevor ich hier jetzt ewig warte.
eben aus Coruscant was rüberholen. Ja, so lange hast du ja noch ungefähr. Ungefähr. Ich muss ja jetzt gleich eine Stündchen auf Arbeit sein. Spieltipp. Sie brauchen eine Auffrischung, nutzen Sie das Tutorial. Oh, warum gibt es denn hier ein Feuerwerk? Hast du was verpasst? Hä? Ich kann mir mal eben gucken, kann ich da jetzt schon Omega rüberschicken? Ich brauche da erst Fahrzeuge für. Geld wollte ich rüberschicken, jetzt habe ich's. So. Hast du das jetzt gerade kurzzeitig ein bisschen... Ja, also das Feuerwerk hat mich so weggeflasht. Bürgermeister der Nachbarstadt auf Besuch. Oh, mir juckt der Rücken. Stelle merken und waschen. Ich könnte da auch den Müll abholen aus der anderen Stadt. Ich war heute Morgen schon duschen. Ich bin sehr wohlduftend. Schick mir mal ein paar Autos rüber, ne? Jetzt ein paar Feuerwehrwagen, ein paar Krankenwagen, ein paar Polizeiautos. So. Hervorragend. Finde ich auch. So, dann kommen wir eher nun ganz, ganz, ganz langsam zum Ende. Ja. Indem ja. du noch schnell darauf wartest, dass das Geld da ist und dann... Ich hoffe, das wird gleich mal... Oder ist es schon weg? Warte mal, ich guck mal eben hier rein. Geschenk, da ist es 53.570. Das ist ja eine komische Summe. Ah, da oben steht es jetzt auch nochmal. Woll. Jo. Okay, ich würde sagen, hiermit haben wir die heutige Folge beendet. Morgen gibt es direkt schon die nächste. Da machen wir direkt mal an dieser Stelle weiter. Oder besser gesagt, in Kalakam. Oder in, vielleicht nennen wir sie nächste Folge auch schon um die Stadt. Ja, die Stadt mit den zwei Brüsten. Genau. Und der Schule. Also, ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.